So, liebe Leute, wieder willkommen bei den Wrestling-Reviewern, wieder nur mit mir, 7DE oder DE, awesome, wie auch immer, toll bin ich, ja, und Ja, und es hat heute keine Zeit. Ich bin da. Guten Tag. dem Ösi. Wir sind heute bei einer ganz besonderen Sache, die mir sehr am Herzen lag, schon seitdem ich zu den Reviewern gekommen bin, nämlich bei einem gewissen Pay-Per-View. Ja, wir befinden uns bei einem Classic-Review. Das dürftet ihr jetzt Ich spätestens auch weiß den festgestellt Pay-Per-View, ich haben. weiß den Pay-Per-View. Heroes of Wrestling 1999, der schlechteste Pay-Per-View aller Zeiten. Starrcade 1997, nein, nicht ganz. Schade. Es ist Survivor Series 2002, 17.11.2002, um genau zu sein, im Madison Square Garden, New York City, New York, USA. Wohl die geschichtsrechtlichste Arena ever. Ich meine, diese Arena passen zwar 17.000 Leute, aber die machen wahrscheinlich mehr Stimmung als 80.000 in irgendeinem dummen Footballstadion. Es kommt darauf an, wo das Footballstadion steht Gut, stimmt allerdings bei den Packers, und in ne? welchem Jahr wir sind. 2002 Gut heißt, geklappt. wir haben die Attitude Era gerade kurz hinter uns gelassen. Naja, doch, wir sind eigentlich schon raus aus der Attitude Era, kann man sagen. Die Kommentatoren waren Jerry Lawler, Jim Ross, etwas erhöht an ihrem Tisch, und Michael Cole und Test, die direkt an Ringside saßen, wie wir so schön sagen. Wir hatten auch ein schönes Lied, wie der Ösi so schön bemerkt hat. Damals, als es noch gute Pay-Per-View-Lieder gab, ne? War dein Satz? Ich erinnere mich Das noch war dran. nicht mein Satz. Der Satz war, ich zitiere jetzt einen YouTuber, im Jahr 2002, als es noch gute Pay-Per-Views, gute Musik, gute Matches und kein John Cena gab. Richtig. Der Name John Cena wird heute übrigens auch nicht viel fallen, denn der Mann hat damals noch bei OVW gewrestelt, wenn überhaupt. Aber Das kann man gehen ja wir. schnell herausfinden. Das könntest du wahrscheinlich mit zwei Klicks rausfinden, deswegen sage ich, wir gehen direkt zum Opener. Ein Six-Man-Tag-Team-Table-Elimination-Match. Und da war der erste Verwunderung des Abends, denn Bubba Ray Dudley kommt mit seinem Bruder raus. Sein Bruder, naja. Und. Oh, es ist nicht der dicke Schwarze, nein, es ist tatsächlich Spike Dudley, der andere Bruder der Dudley Boys, und Jeff Hardy, der auch für große Feindschaft eigentlich mit Bubba Ray und Devon bekannt ist. Also die legendären TLC-Matches. Nom, 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 nom. Ihre Gegner waren Rico, den dürfte man vielleicht noch als Manager unter anderem des schwulsten Tag-Teams in der WWE-History kennen, Oder um einen nämlich. kleinen Abstecher zu machen als Gladiators in Original American Gladiators. Ja. Ja. Der Mann hatte Wolltest seine du beiden noch Freunde dabei. 3-Minute-Warning, nämlich Jamal und Rosie. Rosie kennt man nicht, Jamal kennt man unter ich Umaga. kann dir allerdings sagen, im Jahr 2002 gab es schon John Cena, allerdings hauptsächlich bei House Shows und Velocity. Okay. Also, er ist sogar schon okay. Gut, dann tut's mir leid. John Cena gab's schon. Aber Ich auch liebe ihn sehr. einzelne OVW-Matches, da hast du recht gehabt. So, wir haben ein Tag Team Table Elimination Match. Das heißt, alle Leute müssen durch den Tisch. Wir haben sechs Leute. Das heißt, wir haben ganz viele Tische. Klar. Und anders als es zum Beispiel heute der Fall ist, ging es doch ein bisschen härter zu und man sagt nicht bei einem einzelnen Stuhl, Death to it, three. Death to it. Wait Ja, wir lieben noch alle unseren Booker T, den wir inzwischen, heute. ja. Doch, den sehen wir heute, na klar. Ja, natürlich sehen wir die heute. Ist Haha. mir gerade eingefallen im Main Event, was das ist, das verraten wir natürlich später. Ja, also wir haben eher vier festere Gesellen mit den Dudleys und 3-Minute-Warning mit Jamal oder Es ist auch. jeder drei, es ist nicht Devon Dudley, es ist Spike Dudley. Ich nimm's mir jetzt Ah! nicht übel. Ja, ich bin so sehr bei den Dudleys. Ja, Ah! ist ja nicht schlimm, aber Spike Dudley und Jeff Hardy natürlich die total Leichtgewichter, Rico gut durchtrainiert und lang, und 3-Minute-Warning wirklich zwei Klopse vor dem Herren. Ruhe in Frieden, Eddie. Ja, Das ist mein auch bekannt Umbagger. als Mager, genau. Und wir haben hier wirklich auch wieder Jeff Hardy, das heißt, es gab Spots, es gab brechende Tische am Ende. Und es gab sogar einen dicken Botch, für den nicht Jeff Hardy verantwortlich ist. Unglaublich, Richtig. aber wahr. Auch Nämlich sowas gibt es. unser Freund Rico ist nämlich böse vom obersten Seil gerutscht, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, der hat einfach die Balance verloren. Was eine Aber. sehr wirre Aktion, wenn man genau hingehört hat und auch noch dummes Calling mitbekommt und es sah alles sehr improvisiert aus danach. Sah wirklich nicht so schön aus. Aber trotzdem muss man sagen, also das Match war an und für sich ansehnlich für einen Opener. Wir sollten vielleicht noch kurz sagen, wie es geendet hat. Also Bubba Ray hat sowohl Jamal und auch Rico am Ende eliminiert. Das heißt, die Dudleys haben gewonnen. Am Ende kam aber, Aber glaube ich, noch Devon rein, richtig. wurden vorher noch verprügelt und so, alles Mögliche. Und Jeff hat einen seiner üblichen Spots gezeigt bei Madison Square Garden, nämlich von dem über dem Eingang gibt es so seinen Lieblingsspot, glaube ich, bei dieser Mag ich Location. gerade nennen, einfach. Da ist er runtergejumpt, gebumpt, sagt, wie sollt, und dürft den Gegner, der da auf dem Tisch lag, ich glaube, es war sogar Umaga.
Also, ja, wir werden ihn jetzt Umaga nennen, weil unter Jamal kennt ihn hier keiner mehr. Außer Das wir ist der beide. gängigere Name. Richtig. Damit war der Opener vorbei. Schönes, knackiges Match. Auch wenn Jeff Hardy drin war, hat der Ösi noch nichts zu nörgeln, oder? Geringfügig, aber das ist. Das Match war okay für den Opener. Ich möchte jetzt nicht das Match zerreißen, weil der eine Es ist Spot Jeff um Hardy da Umaga drinne. ging. Lassen wir es. Es ist Jeff Hardy da drin, Leute. Lasst euch das auf der Zunge zu gehen. Das ist vielleicht das letzte Mal, dass wir so positiv über Ey, den Herrn ich reden muss werden. allerdings sagen, da sind noch fünf andere Leute drin. Also, da ist die Chance, dass ich auf Jeff Hardy rumhacke, doch sehr gering. Oh, das glaube ich dir irgendwie nicht. Egal, gehen wir zum nächsten Match. Ein Match, über das ich mich sehr gefreut habe. Ein Titel, den es heutzutage nicht mehr gibt, nämlich den WWE Cruiserweight Title. Unser letzter Cruiserweight Champion, den lieben wir alle, den kleinen grünen Bastard. Nicht darf ihn sogar so nennen. Er nennt sich auch selber so. Früher. The Little Bastard. Hornswoggle. Aber damals gab es ja noch ordentliche Champions wie der Pitbull Jamie Noble gegen Billy Kidman. Auch einer, der im Prinzip eine Aktion ziemlich legendär gemacht hat, vor allem weil er sie meistens gebotcht hat, nämlich sein Finisher. Die Shooting Star Press. Ja, danke, dass du mir das vorweggenommen hast. Ja, das kann ich gut. Außerdem war noch dabei die liebe Freundin von Jamie Noble. Ich glaube, es war, was weiß ich, ob es wirklich sein Real-Life-Freund war, glaube ich eher nicht. Sah eher aus wie eine Wrestlerin, die als Valet dazu bestimmt wurde, Jamie Noble rumzuhüppen und Billy Richtig. Kidman hübsch zu finden. Also so das Klassische. Naja, ich meine, ich um das ein gutes Valet hat, ich hätte nicht Nidia genommen. Das ist eigentlich kein typisches Eye Candy, wie man in der Fachsprache sagt. In Das meinen stimmt. Augen aber. Das ist jetzt nicht direkt die Kelly 2.0 oder was weiß ich, was war noch? Eye Candy Trish Stratus, die konnte zwar auch wrestlen, Tori Wilson. Das ist Tori. das Bra das Ja, Paradebeispiel so. Tori Wilson war wirklich das Eye Candy Hochzählen. Nein, aber wir wollen jetzt hier nicht auf die liebe Frau, sondern eigentlich eher auf schönes, schnelles Wrestling, wie man es eigentlich, also zu damaliger Zeit wirklich aus der Cruiserweight Division, von der man damals zumindest noch was halten konnte. Also die Division hat auch wirklich mal was bedeutet, bevor sie dann verwässert wurde mit kleinen Mexikanern, die, was weiß ich, denken, sie sind die allerbesten, Wobei, ich ne? muss jetzt natürlich auch dazu sagen, beide Herren sind aus der WCW und da war auch unser kleiner mexikanischer Freund. Also es Ja, hat und die in der WWE. WCW gab es eine Cruiserweight Division, die nicht schlecht war, muss man ihm doch lassen. Also wenn die Das hat WCW was. das ist einzig gut, was Russo unter anderem gut gebuckt hat, die Cruiserweight Division. Ja, und neue Talente entdecken. Das war was, was Russo konnte. Oder beziehungsweise auch Jungstars wie Booker T und Jeff Jarrett fördern. Aber wir sind jetzt hier nicht bei Jeff Jarrett, sondern Billy Kidman gegen Jamie Noble in einem Cruiserweight-Title-Match, das tatsächlich mal durch einen nicht gebotchten Finisher, und für mich sah er doch wieder leicht gebotcht aus, vom lieben Herrn Kidman entschieden wurde. Nach immerhin 7 Minuten. Also wir sehen, die Show wird schnell. Der Opener war 14 Minuten, jetzt sind wir bei 7 Minuten. Und gar nicht Aber so so viel Cruiser. Geplapper dazwischen. Wir hatten nur kurz ein Immer, Musik-Act von genau. Saliva. Genau. Und wir hatten immer wieder so schöne Zwischenschnitte zwischen. Aber das werden wir später verraten, okay? Okay. Macht euch auf was gefasst. Ja, macht euch auf was gefasst. Das kann man auch beim nächsten Match Ganz sehen. kurz noch, wollte ich noch nachklappen. Das war der erste Titelwechsel des Abends. Und wir können jetzt schon einen kleinen Spoiler sagen. Es ist nicht der letzte. Richtig. Ja, was Besonderes wollte ich jetzt eigentlich ankündigen. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Ein Damentitelmatch in einem Hardcore-Match. Klingt komisch, ist aber so. Mit Kelly und Co. nicht möglich. Mit Victoria und Trish Stratus sehr wohl. Dass die wahrscheinlich mit Jazz drei besten WWE-Wrestlerinnen, die wir damals oder vielleicht auch in der heutigen Zeit überhaupt jemals hatten. Nehmen wir vielleicht noch Beth Phoenix dazu und Ne, dann sind wir uns vergiss nicht, komplett. dass der Baby auch noch Natalya, das ist Ja, Finish. Natalya ist für mich noch zu neu. Also ich nehme jetzt eher schon die Leute, die ein bisschen länger dabei sind. Natürlich, klar, Nettie kommt aus dem Dungeon und wer den Dungeon Ich überlebt musste hat. jetzt widersprechen, ob ich nun im Jahr 2006 debütiere und danach ein Jahr wieder verletzt bin wie Beth Phoenix im Jahr 2008 debütiere, ist kein Na gut. Unterschied. Dann nehmen wir beide raus und nehmen nur die legendären Reihen, so die ich So, gab. bis 2006. Gut, man kann vielleicht auch noch sagen, dass das bis jetzt das brutalste Match des Abends wurde. Die Weiber haben sich da wirklich mal verramst. Ich meine, damals war es ja auch noch der tolle Women's Title, warum man den Der nicht behalten World hat. Women's Title, bitteschön. Entschuldigung. Warum man den nicht behalten hat, sondern den Divas Title, ich weiß es nicht. Man Weil wollte was man fürs Auge tun. WWE was hat und nicht Women's Wrestlerin. Richtig, damals waren es auch noch Women's Wrestlerin und nicht Divas, also die weibliche Form von einem Superstar oder einem Entertainer, je nachdem, wie man möchte.
Victoria war so ziemlich die brutalste Diva der damaligen Zeit. Trish Stratus war schon immer gut durchschlagend, hatte schon immer ihre durchschlagenden Argumente, nicht nur in den Titten, also nicht nur ihre aufgespritzten Möpse, sondern auch ihre Kicks und ihre DDTs. Da konnten die Frauen damals noch was, ich weiß nicht, das war also, die waren weitaus besser trainiert als heute. Ja, ich meine, wurde eigentlich Victoria trainiert. Mike Bell und Tom Howard, ah, okay. Und Trish wurde von Finn, ja, okay, klar. Ja, der härteste Hund wahrscheinlich im Wobei ich Wrestling-Business. muss auch sagen, dass ein Finlay auch bei manchen seiner Klienten es versagt hat. Wie bei Es. Ashley, aber da haben alle versagt. Da waren Steamboat, Genau. Stratus, Finlay und Matt Hardy und trotzdem ist die Schuld. Okay, Matt Hardy. Ja. Ja, Matt Hardy hat wahrscheinlich gelernt, wie man Burger um die Wette isst. Nein, aber wir sind jetzt hier nicht bei Matt Hardy, sondern bei dem wunderschönen Match, wie ich finde. Und ja, also es wurden verschiedenste Waffen, unter anderem ein Bügelbrett, Richtig? ein Besen. Wenn Ein ich mich richtig Feuerlöscher? richtig, der ihn, glaube ich, die liebe Trish in die Augen gekriegt hat. War das Richtig, sogar das die? war auch die Einleitung zum Finish. Richtig. Widow's Peak 1, 2, 3. Und der nächste Titel Victoria. ist gewechselt. Richtig, und Victoria ist, wurde die verdienteste Women's-Champion zu dem Zeitpunkt gewesen. Ziemlich durchgedreht. Also sie war so auch die erste, die dieses durchgedrehten Image dann gekriegt hat, das später auch unter anderem Mickie James gekriegt hat Ja, und so. ziemlich Also genau 4 Jahre später. Victoria ist auch echt Nicht eine sehr, ganz sehr vier brave. Jahre, 3 Jahre. Die ist ja heute auch unter einem anderen Namen bekannt und spukt bei unseren lieben Freunden von TNA rum. Terror. Ich vergesse immer, wie sie heißt bei TNA. Für mich ist sie immer Terror. noch Victoria. Ja, ich werde es mir nie merken. Nimm es mir nicht übel, du hast es mir schon so oft gesagt. Du verwechselst auch gern Pandas mit Pumas, also. Ja! Fick dich doch. Hier was zu sagen? Hey, pass auf, FSK, USK 18 ist das jetzt, das Video. Danke sehr. Ich möchte mal ganz kurz sagen an der Stelle, drei Matches sind vorbei. Wir haben noch nicht mal die Hälfte der Show vorbei und es kommt nachher noch was Großes. Wer den Pay-Per-View kennt, der weiß, was nachher noch kommt, aber wir möchten gar nicht zu viel verraten. Zwischendurch werden auch noch zum Beispiel Clips gezeigt zu vorstehenden Matches. Zum Beispiel der nächste Clip hat einen doch sehr begeistert, nämlich ging es um The Next Big Thing. Brock fucking Lesnar zusammen mit seinem Manager, die Legende Paul Heyman. Ich meine, wenn einer was am Mike kann, dann er. Gegen die große Show. Ja. The Big Tja. Show. Damals noch wirklich gut als Monster verkauft. Ja, ich meine, guck dir den Kerl an, 2,13 Meter, 200 Kilo, kann man verkaufen. Pff, ist ja nicht schwer. Damals auch unter anderem den Undertaker ziemlich böse getroxt. Das war, Undertaker hatte zuvor noch ein Match gegen Brock Lesnar, das viele Leute beeindruckt hat. Da hat Undertaker ja storyline-technisch mit einem gebrochenen Arm Ein gewrestelt Hell in gegen. a Cell Match. Ja, eins der wohl besten Hell in a Cell Matches. Auch wenn es nicht so lang war, aber sagen wir es mal so, es werden wir auch im nächsten Kampf wiedersehen. Wenn man Brock Lesnar im Ring hat, dann weiß man, die Matches sind intensiv. Denn wer den Jungen kennt und weiß, was er heute macht, der weiß, der Junge hat es wirklich Der drauf. Junge war nicht umsonst UFC World Heavyweight Champion. Und er ist auch hier wieder der Champion, nämlich WWE Heavyweight Der Champion. Also, Jüngste zu dem richtig. Zeitpunkt. Das war er dann, bis er dann rausgeekelt wurde von dummen Leuten. Ich würde jetzt nicht sagen rausgeekelt, der Junge wurde zu sehr, zu stark gepusht und wollte einfach zu viel. Ja, ich denke aber auch ein bisschen vielleicht da rauskriegen. Ich weiß ja nicht, was da Beide alles los Seiten haben da auf jeden Fall mitgespielt, aber wir möchten jetzt hier nicht Vince, nicht Lesnar und allen anderen Beteiligten etwas vorwerfen. Es war ein sehr kurzes Match, aber wie du gesagt hast, intensiv. Richtig, das Match dauerte gerade mal 4 Minuten 23 und endete mit einem Screw. Nämlich wollte der liebe Brock Lesnar, ich glaube, der Referee war down. Ja, der ist down gegangen. Er hat einen Stuhl zugeschoben gekriegt von seinem lieben Freund, der außerhalb stand, nämlich Paul Heyman, dachte man zuerst. Doch dann zieht ihm, glaube ich, irgendwas, ich weiß nicht mehr, irgendwas war da. Auf jeden Fall wollte dann Heyman den Stuhl überziehen oder so, dann ist Lesnar Heyman hinterher und dann hat Big Show ihn den Stuhl Ich kann übergezogen. dir genau sagen, wie es war. Ja. Show liegt, Lesnar covert, neuer Ref kommt. Eins, zwei und Heyman zieht ihn raus. Okay. Stimmt, ach sowas, genau, siehst du, ich hatte es mir ganz im Kopf, wie sich Heyman einbestand. Dann ist Lesnar hinterher, hat den Stuhl abgekriegt von Show und danach ging es in den Ring, ich weiß nicht, glaube ich, der Chokeslam folgte auch noch und dann war es schon vorbei. Damals, wie gesagt, wirklich, Big Show wurde, glaube ich, so stark wie damals nie wieder verkauft. Ich meine, er hat. Wobei, man muss ja auch sagen, dass man Lesnar das sehr stark verkauft hat. Er musste eine Verletzung am Bauch, glaube ich, sehen. Und hat dann trotzdem den F5 gekriegt, hat er F5, genau, schon. jetzt mal kurz. Ich dachte kurz an den Jackhammer, dachte ich, Moment, ich bin nicht bei Goldberg. Nee, du Das bist war ja bei halt. jemand, der was kann. Aber Lesnar Goldberg auch ein legendäres Match, im negativen Ja. Sinn.
Richtig, die besten Chance wurden aber auch in derselben Halle übrigens. Oh ja, bei WrestleMania 20. 20, die Rückkehr des Undertakers. Aber der interessiert uns jetzt genau Haselnüsse. Wir sind jetzt backstage, glaube ich. Der Undertaker wird jetzt, glaube ich, heute auch. Oh ja, stimmt, der fehlt ja heute komplett, der ist ja verletzt worden. Wir sind jetzt Backstage, ich weiß gar nicht bei wem mehr. Weißt du es Es noch? war auf jeden Fall irgendjemand backstage. Es könnten, ich glaube, Benoit und Angle. Das war so ein Ja, genau. Genau, ein Ruin Engel, Frieden, stimmt. Chris. Ja, Ruhe und Frieden, das passt gut aufs nächste Match. Wir haben zwei Tote im Ring, ja. Wir haben sowohl die Los Guerreros mit Chavo und seinem Onkel Eddie. I'm your Papi, Mamacita. Chris Benoit, auch schon tot. Und Kurt Angle, damals die Co-Allianz der beiden besten Sportler im WWE, der beiden besten Wrestler, kann man auch sagen. Zusammen mit Rey Mysterio und jemanden, der sich immer wieder wechselnde Tag-Team-Partner suchen durfte. Nämlich, ja, ihr könnt es fast schon erraten, wenn wir von Tag-Team-Division reden. Es ist. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Der Miss. Richtig, The Miz, nein, es war Edge, Adam Verdammt. Copeland, zusammen Champion geworden mit Rey Mysterio. Damals die großartigen Tage der SmackDown Six, da wechselte der Tag-Team-Titel auch zwar relativ häufig, allerdings muss man sagen, Auf eine nicht dumm. intelligente Art und Weise. Richtig, denn diese Teams waren wirklich die damals besten Teams, also wenn nicht sogar in der WWE mit die besten drei Teams nach I, also nach den legendären TLC-Teams. Halb Vom ist, ich hätte wrestlerischen her nichts waren sie gesagt. eigentlich besser. Ja, vom wrestlerischen waren sie eigentlich sogar bei Weitem besser. Also Eddie, Chris, Kurt, Chavo, Edge als Supertechniker. Rey Mysterio macht da den bunten Mix aus. Also er hat ja auch nicht wirklich gestört oder so, finde ich persönlich. Mysterio kann man auch nicht mit einem Mysterio von 2007 und später Richtig, vergleichen. richtig. Also ich war es noch lange vor seiner ersten Beinoperation. Ich glaube, vielleicht, wenn er überhaupt hatte eine oder zwei jetzt gehabt, aber inzwischen sind es ja schon 10 gefühlte, Das Problem 1000. bei Rey Mysterio ist, dass der mittlerweile jedes Jahr mindestens eine lange Verletzung hat. Erinnert an Batista. Batista hatte auch irgendwann jedes Jahr mindestens eine Verletzung, wenn nicht sogar mehr. Du erinnerst dich dran, oder? Ja. Ich habe mir so kurz überlegt, da, ja, da und da. Ja, es kommt hin. Kommt hin, der Batista. Aber wir Ey. schweifen ab. Das Genau, wir sind hier noch bei einer richtigen Tag Team Division, sollte man vielleicht kurz sagen. gute, spannende, attraktive Tag Team Division. Und man sollte vielleicht auch mal sagen, dass SmackDown mal geplant war als die Show mit mehr Wrestling und Raw die mit mehr Entertainment. Hier sieht man, dass es definitiv mal sinnvolles Booking und sinnvolles Writing gab. Ich würde sagen, diese Aufteilung ging ja auch noch bis ins Jahr. Pff, 2004, 2005? nein, noch länger. Meinst du wirklich? Ich meine, also ich finde eher Das, seitdem. ja, ich finde doch, ich, schon noch im Jahr 2007 war SmackDown und 2008 wesentlich stärker vom Wrestling als, und hat doch wesentlich mehr Wrestling-Anteil gehabt als Raw. Was hast du Na gut, gedacht? okay, sie hatten so Leute wie Chris Benoit und Kurt Angle relativ lange, muss man wirklich sagen. Und Eddie war auch immer noch dabei. Ja, doch, ich glaube, du hast schon recht, was das angeht. So, in dem Match haben wir sozusagen ein Three-Way-Match. Das heißt, wir haben zwei Leute immer drinne und sie können im Prinzip, glaube ich, jeden auswechseln. Richtig. Das nutzen die Guerreros auch am Anfang sehr clever, indem sie immer mal wieder weggehen, weil sie nicht eingewechselt werden wollen, sozusagen ihre Kräfte sparen sollen. Na Das ist klar, denn relativ der clever. erste Pin entscheidet nicht. Richtig, es ist Elimination Rules. Und die Guerreros. Alai! Nicht so laut, nicht so Aichi! laut, nicht so laut. Eistie! Danke sehr. Eddie, ich meine, man liebt Eddie. Also ganz ehrlich, wer Eddie nicht liebt, hat sie nicht mehr alle. So. Meinst du jetzt dich oder Eddie Guerrero? Beide. Keine dumme Taktik, Chris Benoit und Kurt Angle. Ja, die sehen das Ganze als Wettstreit an, wollen sich beweisen, wer der Bessere ist, während Edge und Ray so ein bisschen. Edge schon damals in der Rolle des Ultimate Opportunist, könnte man In einer sagen. Vorstufe. Ja. Dieses Gimmick war erst dann Januar 2006 aktiv. Wirklich vorhanden. Möchtest du noch was zum Match sagen? Ja, wie angedeutet war es ein Elimination-Match und ein Team musste den Anfang machen. Ganz ehrlich, es ist schwer aus diesen drei Teams zu entscheiden, wer als erster fliegt. Es hat auch lang gedauert Gab es nicht und auch irgendwelche Einmischungen? Kann ich mich da jetzt. Nee, das war keine Einmischung, stimmt. Ich habe mich jetzt. nö. Ich wüsste Nein. jetzt nicht wer. Nein, nein, da war nichts. Und nach 13 Minuten erst gab es das erste Team, das verloren hat. Und unglaublich aber war, es waren unsere beiden Paradetechniker, Benoit und Engel.
die halt doch irgendwann nicht mehr koexistieren konnten. Ich glaube, da war auch wieder ein Schlag von Eddie gegen einen von den beiden und dann dachte Chris, das war Kurt und dann wurde Chris eingerollt. Ja, ich glaube, irgendwie sowas, wenn mich nicht täuscht. Ja, wir haben diese Show von einer Woche gesehen, also bitte verzeiht unsere kurzzeitigen Gedächtnislücken. Ja, und dann ging es trotzdem noch ziemlich lange weiter. Also ich meine, dann haben die beiden verbleibenden Teams sich dann doch noch 6 Minuten lang hin und her gekämpft. Also es war auch viel Tag Team Action, vor allen Dingen von Edge, der da wirklich wieder mal gezeigt hat, dass er echt einfach der beste Tag Team Singles Wrestler ist. Ja, es hört sich so dumm an, ist es ja aber auch irgendwo, weil er ja wirklich immer wieder in verschiedene Tag Teams gesteckt wurde und somit er darf ja immer Ist die das Matches ziehen Tag eigentlich. Team Singles Wrestler? Ja, es klingt seltsam, aber irgendwie finde ich, Edge ist das Ding, weil er muss eigentlich trotzdem immer die Matches, also außer wenn er jetzt mit Christian zusammenzieht, fast alleine ziehen. Ein Und Spruch, aber das tut jetzt auch hier nichts zur Sache. Also ich wollte. ein Tag Team Match, ohne besondere Gegenstände, keine Leitern, keine Stühle, keine was weiß ich. Von fast 20 Minuten, 19 Minuten, 26 Sekunden gibt's heute nicht mehr. Da können Sie froh sein, wenn Sie 7 bekommen. Das. Wobei, es geht ja langsam nach oben. Ich möchte ja doch an meine, die letzten Reviews erinnern von Hiak und Nock. Zwei tolle Namen, die Ja. sich die WWE da ausgedacht haben. Hell in a Cell und Night of Ich sag Champions. mal so, statt Krebs hat die Tag Team Division nun 40 Grad Fieber. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht kann man mal sagen, wer nicht 40 Grad Fieber hat, nämlich unsere beiden Gewinner, die beiden Los Guerreros, haben sich dann tatsächlich den Titel geholt. Und ja, ihr habt richtig gehört, wir sind immer noch beim Titelwechsel. Wir haben jetzt. Das vierte Titelmatch im fünften Match und der vierte Titelwechsel. Richtig, Leute, ihr merkt was, oder? Das war Survivor Series. Es war damals echt einer der wichtigsten Pay-Per-Views. Ist gut, auf dem Blatt ist es heute immer noch einer der wichtigsten Pay-Per-Views, aber. Survivor Series. Es gab in den letzten Jahren immer wieder Gerüchte, dass die Survivor Series Und das wäre, da wäre ich echt sauer, glaube ich, weil, also allein schon, dass man hier wieder heute zwei Tag Team Matches gesehen hat und eins steht sogar im Co-Main Event verdientermaßen. Also. ich möchte dazu sagen, wir hatten mal bei einer Survivor Series Chuck fucking Norris dabei. Zwar nicht als aktiv, aber trotzdem. Stimmt, da war mal was, erinnere mich Survivor jetzt dran. Series 1994. Ja. Der Special Guest Referee, wenn man so will. War da nicht irgendwas mit dem Taker? Undertaker gegen Yokozuna in einem Sargmatch, richtig? Richtig, ja, ich Wo hatte doch eigentlich irgendwie. Joris, ja, Norris eigentlich nur den Eingang bewacht hat und Jeff Jarrett einen Kick verpasst hat. Ja, mein Roundhouse-Kick einer seiner Patentierten. So, jetzt können wir vielleicht noch drauf eingehen, wen wir da mal wieder gesehen haben, denn jetzt kommen wir ja zu dem Match. Ja, Leute, wir haben übrigens noch ganz viel Zeit auf dem Plan, muss man dazu sagen, weil das Ganze wurde jetzt innerhalb von, ja, nicht mal einer guten, ja, wir sind jetzt vielleicht bei einer Stunde mit den ganzen Zwischensegmenten, vielleicht bei 1,5 Stunden, das heißt, wow, wir hatten eigentlich noch 1,5 Stunden auf dem Plan. Ich glaube damals, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange die, also ich, dazu muss man Zweieinhalb leider. Stunden? Kann sein, ja. Es Ja, kann sein, dass Wayne, das. Wayne, Wayne, Wayne. Auf Ist ja auch jeden egal. Fall haben wir Haben wir irgendwas nämlich. Neues, oder? Ach, zwischendurch kam mir noch ganz kurz, Entschuldigung, ein Segment, das ja in Deutschland gesperrt wurde, was ich mir aber inzwischen nachgeholt habe. Nämlich Matt Hardy und jemand, den ich nicht kenne. Du kannst seinen Namen, glaube ich, der Typ in dem komischen Football-Uniform oder was das war da. Der hier mit der Krankheit. Krankheit? Der wegen seiner Ah, Krankheit. Chris Nowinski. Nein, Ja. Nowitz, nein, nicht Nowinski. Christoph Nowinski, ja, Nowinski. genau. Die beiden kamen raus, haben sich, glaube ich, über die Fans lustig gemacht oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Und dann kam noch der Return von einem Mann, der auch aus der WCW sehr bekannt war und auch tatsächlich seine Anfänge, was ich gar nicht wusste, bei WWE hatte. Das sah aber Nein, ganz das anders war es aus. nicht Vince Russo, oder? Nein, es war nicht Vince Russo. Es war jemand, der für Steroide so bekannt ist wie kaum jemand anderes. Batista? Nein, sein Vorgänger. Überleg nochmal. Du kriegst nur eine Chance zu raten. Also ich glaube nicht, dass es Hulk Hogan war. Weiß man Weiß nicht, ob jetzt es Scott mit. Steiner? Ja, es war tatsächlich der Return of Scott, beziehungsweise eigentlich das erste Mal richtig bei WWE Scott Steiner. Ja, er kam tatsächlich zum Ring, hat die beiden, glaube ich, da auch raus verprügelt und wurde von den Fans wirklich, also man muss auch sagen, eine der besten Crowds, die ich wohl jemals gesehen habe. Die Fans wussten noch, was Wrestling ist. Die haben auch noch damals, als noch nicht PG-Zeiten, so Sachen gechantet wie You tapped out oder You suck oder was weiß ich. Vor allen Dingen beim Einmarsch eines gewissen Freundes, ne?
Und die sind auf jeden Fall sehr abgegangen, als Big Papa Pump da sein Debüt in der WWE Darf gefeiert ich hat. dir, also das mit dem Debüt möchte ich doch schwer zurücknehmen. Der Typ war in der WWF zweifacher Tag Team Champion. Ja, ich weiß, er war damals schon da, aber er sah damals noch nicht aus wie heute, sagen wir es einfach mal so. Es ist Scott Steiner 2.0, die Richtig, okay, Metallhütchen. das unterschreibe ich. Roid Freak, gerne. Ja, so, kommen wir jetzt zu dem, was wir immer wieder zwischendurch gesehen haben. Nämlich zwischendurch haben wir sechs verschiedene Menschen gesehen. Diese Menschen hießen Booker T, Chris Jericho, Kane, Rob Van Dam, Triple H, Chris Jericho mit Captain Ahab Gedächtnisbart. Und jemand mit einer tollen Hose, der endlich wieder zurückgekommen ist. Und diesen Mann möchten wir uns doch, glaube ich, wollen wir uns Ich ihm jetzt kenne widmen? jemanden, der immer für seine Hosen kritisiert wird. Christian Cage. Wollen wir ihn jetzt schon länger behandeln oder wollen wir das nach? Ich glaube, wir machen das nach dem Match, oder? Okay. Shawn Michaels, The Heartbreak Kid, in seinem zweiten Match nach 4 Jahren Pause, kann man als erstes vielleicht noch sagen. Richtig. Gut, was war es denn für ein Match, lieber Paddy? Das hat Es uns ja war jemand ganz ein Besonderes präsentiert. Willst du denjenigen artiges vielleicht. Match, das uns Mr. Bischoff präsentiert hat. Und zwar, heutzutage haben wir das, glaube ich, einmal im Jahr, Ja. ein No Way Out oder wie der Pay-Per-View heutzutage heißt. Ich merke mir es bei den 100.000 Namensänderungen. Ja, heute heißt er so wie das, was wir jetzt sehen werden. Er heißt jetzt tatsächlich. Elimination Chamber. Ja, Mann, das erste, allererste Elimination Chamber Match, das es jemals gab. So vor den Kameras hingestellt, als hätte es ein gewisser Eric Bischoff kreiert, nur um Stephanie McMahon eins auszuwischen. Ja, Naja. damals gab es wirklich noch den Brandkrieg, wenn man so will. Richtig, Da und war es richtig in Gange. Das war die Idee eigentlich dahinter. dieses Ding. Diese Structure beeindruckt einen echt. Also man muss vielleicht da kurz sagen, also wer sie das erste Mal gesehen hat, ich glaube, der war genauso wie ich verblüfft, als sie das erste Mal gesehen hat. Ich glaube, die erste Elimination Chamber, die ich tatsächlich gesehen habe, war New Year's Revolution. Ja, es kommt gut hin. Und wie wir auch von den Teilnehmern gehört haben, da sind ja wirklich Hochkaräter dabei. Der erste Undisputed Champion, der Mann, der Stone Cold und The Rock in einer Nacht besiegt hat. Ayatollah of Rock'n'Roller. Den Heartbreak Kid, Triple H, die ECW-Legende Rob Van Dam, das große rote Monster Kane und den Five-Time, Five-Time, Five-Time WCW World Heavyweight Champion Booker T. Inzwischen waren übrigens alle mindestens einmal WWE oder World Heavyweight Champion. Einer davon war es schon 10-mal. Manche nur viermal. Nee, Quatsch. True Age war jetzt sogar inzwischen 11 oder 12-mal. 12. 12. 12. Also er hat weniger als Cena. Muss man sich mal ganz kurz reinziehen, wenn man 13 ist ja überlegt. scheißegal. Ja, aber also er hat genauso viel wie Cena, wenn nicht sogar weniger. Und wenn man sich überlegt, dass der Mann seit 95 dabei ist, 96. Bei der WWE so in der 95, Anfang 96. Ja, ich würde auch sagen. Und davor schon in WCW. Ja, genau. Und dann mit dem schwulsten Gimmick ever. Egal, was er ist. Champion war hierbei übrigens Triple H. Damals als Heel agieren. Bei Triple H weiß man das ja auch nie genau. Ne? Das kann sich ja auch von Tag zu Tag ändern. Genauso wie Kane. Bei dem weiß man es auch nie genau. Damals war er Gerade bei allerdings Kane durch. weiß man es nicht. Damals war er allerdings noch durchgehend eigentlich Heel. Vor allem mit Maske. Also es war noch Masked Kane, der klassische. Booker T, der ehemalige WCW-Star. Rob Van Dam, der ehemalige ECW-Star. Chris Jericho, auch ein ehemaliger WCW-Star. Und Shawn Michaels. Eigentlich so, also vom Namen her, wo die besten Menschen teilweise im Business. Man darf vielleicht mal ganz kurz das Prinzip des Matches erklären, für die Leute, die es noch nicht kennen, denke ich, oder? Gerne, gerne, gerne. Gut, es gibt vier Kammern rundherum, also es gibt einen großen Käfig, da drinnen sind vier Kammern. In diese vier Plexiglas-Kammern werden verschiedene Wrestler eingesperrt. Jeweils nach 5 Minuten darf einer raus und zwei Leute fangen im Ring an. So, sechs Leute, also geht sich das aus, dass wir mindestens, lass 20. mich vergessen, 20 Minuten auf der Uhr haben. Das Match wird doppelt so lange dauern, kann ich jetzt schon mal spoilern. So. 39 Minuten. Also Genau. lang für WB-Verhältnisse. Man muss vielleicht auch noch sagen, dass tatsächlich der Champion als erster ran durfte. Ich glaube, gegen Rob Van Dam war es sogar. Triple H gegen Rob Van Und Dam. in diesem Match hatte man zwei Dinge gemerkt. Erstens, wenn man ein bisschen Ahnung von diesem Business hat, wusste man eigentlich ganz genau, wer wann rausfliegt, also von der Reihenfolge zumindest. Und zweitens, dass unser lieber Rob Van Dam in diesem Match vergessen hat, dass er nicht Robert Alexander Swatkowski ist, sondern er hat geglaubt, er ist Spider-Man. Ich glaube, das trifft's am besten. So oft wie Rob der Van Dam. irgendwie am Stahl war, sage ich jetzt mal, am Käfig. Wahnsinn.
Spot Monkey FTW, in dem Match kann man definitiv sagen, tut dem Ganzen gar nicht schlecht, sondern tut dem Ganzen sogar gut, denn Sicher. es war das erste dieser Art und es wurden trotzdem alle klassischen Spots benutzt. Also es sind Leute durch Plexiglasscheiben geflogen, es ist vom Käfig ausgesprungen, es ist von der Wand ausgesprungen, von oben ausgesprungen, was weiß ich. Gegen die Wand geschleudert worden. Katapult gegen die Wand und Katapult durch die Plexiglasscheiben, aber man sollte vielleicht erstmal der Reihenfolge nachgehen. Also, das Match beginnt mit Rob Van Dam und Triple H. Als zweiter kommt dann, glaube ich, Booker T, war es Booker T oder ja, ich glaube, es war Booker. Booker. Kommt als erster aus seinem Pott raus. Also, wir sehen, wir haben jetzt schon, nee, ja, doch, wir haben jetzt schon zwei Leute drinne, müssten insgesamt vier Leute sein schon im Ring, weil wir 13 Minuten haben auf der Uhr. Und Puh, Tempo Mathe. hat man gesehen, also Van Damme, der ist im Tempo gefahren, dann konnte man sich klar sein, der geht das sicher nicht die volle Distanz. Und wenn man 1 und 1 zusammenzählt aus dem Satz, richtig, er war der Erste, der geflogen ist. WCW besiegt ECW. Booker T darf Rob Van Damme eliminieren nach 13 Minuten und 38 Sekunden. Man darf vielleicht noch sagen, dass Triple H im Hintergrund den Ric Flair gemacht hat. Er blutete wie ein. Schwein. Das hat er schon relativ zu Beginn des Matches getan und dann sich immer weiter gut rausgehalten. Ich meine, gar nicht dumm, wenn man schon als erster Champion rein muss. Also Also die Shawn Michaels Royal Rumble 1995 Taktik. richtig. Jetzt hatten wir allerdings jemand drinne, den wir beide, glaube ich, als legendär, als auch vielleicht Nachfolger von Shawn Michaels ansehen können, nämlich Chris Jericho. Oh, hell yeah. WrestleMania 19. Och, das Match müssen wir uns auch irgendwann mal angucken. Gut, ja, wir hatten Chris Jericho, der jetzt aber hier mal aufgedreht hat, als wäre er von der Feuerwehr. Also, meine Güte, kann man nicht genug loben, den Mann, was der hier für ein Tempo gezogen ist und auch Technik an und für sich schön und fein gemacht. Und er hat erstmal Booker T und Kane hintereinander. Also, er hat das große rote Monster, das alle weggemacht hat, mit seinem Chokeslam Aber eliminiert. man hat auch Kane sehr intelligent nicht als schwach durch diesen Pinfall, diesen frühen Pinfall, muss man fast schon sagen, dargestellt. Switchy Music, Pedigree, Lion Salt, das war's. Richtig, So also kann man der Monster, Mann ohne hat. es zu schwächen, aus einem Match eliminieren. Anders wurde es dann gemacht gegen Rey Mysterio, da durfte Kane dann richtig verheizt werden. Ja, wir sind nicht im Jahr 2008. Das tut mir leid. Gut, ja, Ich Jericho. möchte es wiederholen, in einer Zeit mit guten Pay-per-Views, guter Musik, guten Matches und keinem John Cena Wie im gesagt, Ring. also man darf vielleicht noch darauf eingehen, dass John Cena hier tatsächlich keine Rolle spielt bei diesem Pay-Per-View. Ob er durch ihn besser oder schlechter geworden wäre, können wir uns nicht beantworten. Das ist genauso, als würde ich sagen, ein Pay-per-View heutzutage wäre best, wenn Owen Hart noch leben würde. Wäre er vielleicht sogar. Egal, lassen wir Das kann das. man nicht sagen. Eben, das ist ja auch nur, der Uzi muss shooten, sonst fühlt er sich nicht wohl. Und das ist ja auch richtig so. Ich meine, wir hatten keinen Hulk Hogan heute, keinen Jeff Hardy, keinen John Cena. Da muss er doch irgendwo Kein trotzdem. Goldberg. Ja, genau. Goldberg. Batista fehlt auch. Der heute als Mason Ryan rumläuft. Lassen wir das. Jericho ging natürlich auch wieder in ein ziemlich krasses Tempo. Also war uns eigentlich schon allen klar, was jetzt passieren musste. Und es passierte das Unausweichliche. Ich glaube, es war eine Switch in Music. War es das? Weiß ich nicht. Schon Mike hat den eliminiert, deswegen ich mal stark davon aus. Und jetzt muss man sagen, wow. Triple H, Shawn Michaels eigentlich am Ende ihrer Kräfte. Ich glaube, beide blutend haben jetzt wirklich nochmal ein Tempo gegangen. Teilweise, das war unglaublich. Also, man hat gesehen, die beiden besten Freunde schenken sich hier wirklich gar nichts. Also, genauso wie in ihrem Unsanctioned-Match ein paar Monate vorher. Wir werden auf Shawn Michaels gleich noch genau eingehen. Die beiden gehen echt krass ab. Also, sie hatten jetzt nochmal 9 Minuten intensives Man kann Wrestling. also sagen, ein Match im Match. Richtig, verschiedenste Spots. Ich glaube, ein Elbow-Drop von ganz oben gegen Hunter. Ja. Eines Feature Music ging, glaube ich, sogar schon durch. Ging jetzt schon die erste durch? Genau, ich That glaube, es could ging die be erste. quite possible. Pin ging nur bis zwei. Zwei Pedigrees, beides mal nur Pin bis zwei. Und da wollte Hunter, glaube ich, noch einen dritten ansetzen. Sean kickt aus, schafft die Feature Music und schafft das Unglaubliche. One, two, three. Neuer World Heavyweight Champion Shawn Michaels. Und wir sitzen hier und freuen uns mit dem Jungen. Ja, ganz kurz. Jetzt sollte man vielleicht Das noch kurz darauf ganze Ding eingehen. hat nur einen einzigen Haken. Die Regentschaft war sau kurz, die Haare waren furchtbar und die Hose noch schlimmer. Richtig. Die Haare sahen aus wie Prinz Eisenherz Gedächtnisschnitt. Die Hose war, glaube ich, das schlimmste Ding, was ihm jemals angetan wurde. Sie Aber wir hat gehen auch nicht jetzt. gepasst, wenn man im Wir Match gehen genau jetzt. aufgepasst hat, regelmäßig an der Hose Richtig. geklopft.
Er hat sich die Hose regelmäßig hochgezockt. Und wir gehen jetzt lieber darauf ein, was der Mann davor durchgemacht hat. Wir sollten vielleicht kurz erzählen, ich glaube, es war Survivor Series oder ich weiß nicht, wo es war gegen den Taker. Ich glaube, es war Survivor Es Series war der Royal 98. Rumble. Royal Rumble 98, kann das sein? Ja. Wo ja Austin gewonnen hat. Nämlich in einem Casket-Match hat der arme Shawn Michaels sich irgendwie mit dem Rücken am Casket festgehangen und sich dadurch die ganze Bandscheibe, Ich glaube kann ich, dir genau verschoben. sagen, wie es passiert ist. Ja, wird Fällt noch so aus dem aufgeschlüsselt. Ring und unglücklich gegen die Kante vom Sarg. 4 Jahre Verletzung. Man soll vielleicht sagen, dass er damals stark drogenabhängig wurde, dadurch Schmerzmittel. Also er war vorher schon bekannt für Ein Party machen. Wrack. Er war wirklich teilweise ein ganz schönes Arschloch backstage. Ich Also man kann zwar konnte. kein Französisch, aber ein Enfant terrible war er. Oder wie Er war man ein auch immer es definitiv. ausspricht. Er hat Enfant terrible ist richtig. Italienisch. Man darf vielleicht jetzt sagen, dass Shawn Michaels schon damals der Beste war. Schon immer eigentlich, seitdem er in die WWE gekommen ist, war er mit irgendwie einer der Besten und das hat er auch schnell bewiesen. Ich meine, zur damaligen Zeit war es noch nicht so schnell, dass man einen Rise on the Top gekriegt hat und er der Erste, der Back-to-Back Royal Rumble und als Erster rein und als Letzter raus Royal Rumble gewonnen hat. Also da muss man sagen, Respekt. Ich Und glaube, so Flair makaber hat es. es klingt, diese Moment, war Verletzung. nicht der. Warte ganz kurz, ich muss kurz vorstellen. War nicht der Erste, der es als Erster rein und als Letzter raus, oder? War es nicht Flair Er war der auch? Erste. Okay, da weiß ich, da habe Der ich es falsch Erste verstanden. mit der Nummer 1 und der Erste, der in zwei. Oder war er der Erste? Ich weiß es nicht. Nein, Ich weiß es ich auch glaub nicht. Hogan war davor. Glaube Ich glaube, Flair war davor. Entweder ich. Flair oder Ja, Hogan Hogan, einfach. eine Legende auf jeden Fall. Ob man sie mag oder nicht, das ist dahingestellt. Richtig. Legende bleibt Legende. Und so makaber es klingen mag, aber vielleicht war diese Verletzung das Beste, was Shawn Michaels im Leben passiert ist. Man muss vielleicht auch sagen, er war inzwischen schon zweifacher Vater, war? Nee, einfacher Vater bis Er war dahin. auf, Da hatte auf jeden Fall schon ein Kind. sein Sohn, glaube ich. Und man darf vielleicht sagen, dass er zu Hause dann halt da lag, gestoned und was weiß ich, mit Schmerzen zugedrückt, weil er hatte wirklich Probleme mit seinem Rücken. Und ja, ich meine, das ist echt eine der bösesten Verletzungen, glaube ich, gewesen, von der jemals jemand zurückgekommen ist. Und tatsächlich, nach 4 Jahren, also klar, immer wieder zwischendurch, und im üblen Stress mit seinem besten Freund, ist er bei SummerSlam 2002, dürfte das dann gewesen sein, zurückgekehrt. Ja, also nochmal 5 Monate vor der Survivors. Nein, 3 Monate sind es normalerweise heutzutage. Siehst du. Und man darf vielleicht sagen, dass es wohl eines der intensivsten Matches war, die ich zu WWE-Zeiten jemals gesehen habe, dieses Unsanctioned-Match. Ich meine, ich stelle mir das gerade vor, wenn jemand nach 4 Jahren zurückkommt und bigger und better than ever. Man darf vielleicht noch sagen, dass er zwischendurch noch auf den richtigen Weg für ihn gefunden hat. Er ist wiedergeborener Christ sozusagen. Er glaubt wirklich daran, dass er ein wiedergeborener Christ ist. Und ja, das ist ihm. Ich weiß nicht genau, an was diese Leute glauben. Da muss ich ehrlich sagen, bin ich Ich überfragt. Da weiß nur, müsste man. dass Ding auch einer ist. Genau, Sting ist auch einer Bekennende. Und der Shawn Michaels hat natürlich damit komplett seine alte Arschlochart so ein bisschen verloren anscheinend, hat Backstage auch jetzt viel mehr geholfen als früher. Also die Clique gab es so in der Art und Weise nicht mehr. Ja, schwer, wenn Nash 2003 oder 2004 seinen letzten Auftritt hatte und Waltman sowieso ins Jenseits des Vergessens geraten ist. Das stimmt allerdings. Razor darf man auch nicht vergessen. Ja, Razor war schon Mitte der 90er in Prag und ist es heute auch noch. Ja, und das, obwohl er so ein großartiger Techniker eigentlich war für seine Größe. Jake the Snake, einer der intelligentesten Menschen. Ja. Jake the Snake, der Alkoholiker. Aber wir sind jetzt hier nicht bei Alkoholikern, auch Da nicht mehr müsste man bei nämlich den ehemaligen. Sandman aufzählen. Ja, Mann, I love this guy. You know it. I freaking love the Sandman. Glaube ich. Auf jeden Fall, die Show ist vorbei. Michaels gewinnt seinen vierten und letzten World Title. Auch Der einer, Mann, der der nie ihn. viel wusste, wollte. Der wollte nachher auch nicht mehr. Ich glaube sogar, mal gelesen zu haben, dass man ihm bei WrestleMania 23 den Sieg angeboten hat. Dann, wie sich Cena verletzt hat, wurde ihm angeboten, hat jedes Mal Nein gesagt. Und ich denke mal, er ist wirklich jemand, der nicht nur Ric Flair sagt, er möchte gerne die Fackel weiterreichen, sondern er hat es tatsächlich irgendwo getan und war trotzdem immer noch der Beste. Verstehst du, was ich meine? Er hat gegen Jericho so gesehen die Fackel weitergereicht, er hat das Match trotzdem gewonnen und er ist immer noch der Beste gewesen. Und er war, also aus der Sicht von mir und Paddy, vielleicht aus der Sicht von vielen Menschen, eigentlich aus der Sicht jedes logischen Menschen denkend, der beste Wrestler, der jemals gewrestelt hat und wir hoffen wirklich, dass er nicht wieder in den Ring steigt. Einfach für sich, für die Fans. Weil ich finde, dieser Abgang war einer der schönsten Abgänge und ich muss jedes Mal heulen, wenn ich ihn sehe. Sagen wir mal,
sagen wir mal so, ich würde nicht 2 Jahre später zu einer anderen Company gehen und dann alle 3 Wochen ein neues Match haben. Und das auch noch nach so einem tollen Verabschiedung, die der Herr Flair da gekriegt hat. Ja, ja. Sprechen wir ruhig mal aus, wenn wir meinen. Ja, ich meine, ich glaube, ich würde ein einziges Match in der WWE von Michaels verzeihen. Und allerdings kein Singles Match. Verzeihen, ich überlege gerade, welches meinst du denn? Meinst du da, wo die Ich würde es verzeihen. Wenn es passieren würde. Ach so. Oh, Entschuldigung. Ja. Aber Michaels ist ja auch nicht der Jüngste. Ich meine, der ist 46. Eben. Und hat schon viel durchgemacht. Ich meine, seine Rücken hat immer noch Probleme danach gemacht. Also. Sicher. Und der Mann das hat trotzdem Knie. Jeden Abend sein Allerbestes gegeben. Wenn er gewrestelt hat, ja. Das war ja auch sein Vorsatz an sich selber. Und das einzige Match, und selbst in dem Match hat er immer noch überzeugt, dass man nicht ganz ernst nehmen sollte. Also da muss man wirklich, glaube ich, Wrestling-Fan sein, um das zu lieben, dieses Match. Ist ein gewisses Match gegen einen gewissen Hulk Hogan. Overselling at its best. Und das war auch das Tag Team Match mit Gott. Oder auch, ja, und selbst das hat er, also, weißt du, also der Mann musste auch viel mitmachen. Ich meine, die ganze Storyline mit Mr. McMahon war ziemlich krass und auch selbst aus Mr. McMahon hat das geschafft, ein gutes Match zu ziehen und das heißt schon was. Es gibt einen Unterschied zwischen gut und unterhaltsam. Meine ich auch damit in dem Fall. Also ich meine in diesem Fall nicht ein gutes Wrestling-Match, ein unterhaltsames Match. So, mit das sollte jetzt allerdings langsam. Der krankeste Spot ever so. Shawn Michaels, danke, wir sollten vielleicht kurz auf das Match des Abends, das ist glaube ich eigentlich sowieso schon klar. Chamber. Elimination Chamber, die allererste und unsere Punkte, ich fange einfach mal an, ich gebe 10 Punkte. So, ich muss mal ein bisschen weiter ausholen. Für den ganzen Pay-Per-View gebe ich Summa und Summarum 10 Danke, fertig, aus. Damit haben wir es tatsächlich ein 20-Sterne-Review. Ich glaube, das wird nie wieder vorkommen, das ist noch nicht vorgekommen, das ist eine. Jetzt weiß man vielleicht auch, warum ich es gerne machen wollte. Und ich möchte das in. Also, wir müssen ja sowieso nicht mehr schneiden. Vergiss es. Red ruhig. Der Idiot. Doch, danke. Man darf vielleicht noch sagen, dass mir gerade meine Flasche umgefallen ist, wo mein Trinken drin ist. Nein, dass ich wirklich da saß und. What the fuck, der Ösi gibt 10 Punkte, als er es mir erzählt hat. Also, Leute, wirklich. Ich kann gern noch meine Wertung jetzt noch ändern. So im Opener gab es ein paar Ungereimtheiten und das Heavyweight-Title-Match. Jetzt halt doch mal die Fresse. Also Leute, den Pay-Per-View könnt ihr euch auf YouTube angucken. Tut euch selber den Gefallen, wenn ihr wirklich mal gutes Wrestling sehen wollt und guckt euch diesen fucking Pay-Per-View an. Danke, tschüss. Ciao.